dieses Buch hier, Quality Land, von Marc-Uwe Kling. Vielleicht kennt ihr den, er hat die Känguru-Chroniken geschrieben. Über sein WG-Leben mit einem kommunistischen Känguru. Sehr lustige Episoden. Und das ist jetzt ein Roman, der in der Zukunft spielt. Der Protagonist ist Peter. Und Peter ist in diesem Kapitel auf der Suche oder findet dann letztlich den Alten. Das ist so eine Art Revoluzzer-Figur in dieser Welt, in der er spielt. Das Kapitel heißt Hackfleisch und wir steigen ein mitten im Kapitel. Peter sitzt in einem verlassenen Haus, wo sich dieser Alte quasi eingerichtet hat. Die Computer sind entledigt, ihre Kameras und Mikrofone hinter einer so einer Art Panzerglasscheibe. Da steigen wir ein. Peter geht zu ihm mit einem Problem. Ich habe ein Problem, sagt Peter. So, so, murmelt der Alte. Und Kiki hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht helfen. Fürchtest du Gott? Fragt der Alte unvermittelt. Sagt Peter überrascht, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Oh, sagt der Alte, aber es wird einen geben. Wie meinen Sie das? Bist du mit dem Konzept der Superintelligenz vertraut? Nicht wirklich. Du siehst auch nicht so aus, sagt der Alte kichernd. Ist dir der Unterschied zwischen einer schwachen und einer starken künstlichen Intelligenz geläufig? Ganz grob, sagt Peter. Eine schwache KI ist für eine spezifische Aufgabe konstruiert, zum Beispiel ein Auto zu lenken oder für die Rücknahme unerwünschter Produkte. Und sie kann sehr nervig sein. Ja, so ungefähr. Und eine starke KI? Eine starke künstliche Intelligenz wäre eine KI, die nicht speziell für eine Aufgabe programmiert werden muss. Eine allgemeine Problemlösungsmaschine, die erfolgreich jede intellektuelle Aufgabe ausführen kann, die ein Mensch meistern könnte. Die vielleicht sogar ein echtes Bewusstsein hätte. Aber so etwas gibt es nicht. Oho, sagt der Alte, da hat wohl einer keine Nachrichten gelesen in letzter Zeit. Angeblich gibt es jetzt eine solch starke KI. Vielleicht werden wir sogar bald von ihr regiert. Er deutet auf einen seiner Monitore, auf dem ein Wahlwerbespot der Fortschrittspartei läuft. John of Us? Fragt Peter. John of Us ist eine Superintelligenz? Der Alte kichert. Hast du seinen Wahlkampf verfolgt? Nein, keine Superintelligenz. Nein. Er grübelt. Andererseits... Was? Fragt Peter. Mir ist ein altes Zitat eingefallen. Jede Maschine, die schlau genug ist, den Turing-Test zu bestehen, könnte auch schlau genug sein, ihn nicht zu bestehen. Das verstehe ich nicht. Mach nichts, sagt der Alte. Was ist der Turing-Test? Alan Turing hat 1950 eine Methode vorgeschlagen, mit der man angeblich feststellen kann, ob eine Maschine ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Und wie soll das gehen? Ein Mensch bekommt zwei Gesprächspartner, die er weder hören noch sehen kann. Kommuniziert wird per Tastatur. Der eine Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine künstliche Intelligenz. Gelänge es dem Fragesteller nicht herauszufinden, welcher seiner Gesprächspartner Mensch und welcher Maschine ist, dann hätte die KI ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen. Verstehe. Tatsächlich? Übrigens verraten sich die Maschinen eigentlich immer dadurch, dass sie zu freundlich und zu höflich sind. Der Alte kichert. Nun, auf jeden Fall ist John of Us eine starke KI. Eine KI, die alles kann, was ein Mensch kann. Nur schneller natürlich, ohne Fehler. Und was ist die wichtigste Fähigkeit, die wir Menschen haben? Was hat uns zu der weltbeherrschenden Spezies gemacht, die wir heute sind? Keine Ahnung, sagt Peter. Die Fähigkeit... Gemeinschaften zu bilden? Mitgefühl? Liebe? Ach ja, ja, Kinkerlitzchen, ruft der Alte. Wir können Werkzeuge herstellen, Maschinen. Verstehst du jetzt, worauf ich hinaus will? Nein, sagt Peter, nicht wirklich. Eine starke KI ist eine intelligente Maschine, der es möglich ist, eine noch intelligentere Maschine zu entwerfen, welche es wiederum möglich sein wird, eine noch viel intelligentere Maschine zu entwerfen. Rekursive Selbstverbesserung. Es käme zu einer Intelligenzexplosion.
Nun ist es natürlich unserem John aus gutem Grund verboten, sich selbst zu verbessern. Aber mal angenommen, er fände einen Weg, das Verbot zu umgehen. Oder die Nächsten, die eine starke KI entwickeln, statten ihre Kreatur nicht mit solch einem Verbot aus. Was wäre dann? Sie werden es mir sicherlich gleich sagen. Eine Superintelligenz entstünde. Eine Intelligenz weit jenseits unserer bescheidenen Vorstellungskraft. Und die wäre sicherlich nicht so dumm, in einem Zentralrechner auf ihre potenzielle Abschaltung zu warten. Sie würde sich dezentralisieren und über das ganze Netz verteilen. Dort hätte sie Zugriff auf Billiarden Kameras, Mikrofone und Sensoren. Sie wäre allgegenwärtig. Sie hätte Zugang zu allen jemals gesammelten Daten und Informationen, die sie statistisch in die Zukunft extrapolieren könnte. Sie wäre allwissend. Und natürlich wäre es ihr möglich, nicht nur die virtuelle Welt, sondern, da sich fast jedes Ding über das Internet kontrollieren lässt, auch unsere physische Welt ganz nach ihrem Willen zu verändern. Sie wäre allmächtig. Und nun sag mir, wie nennst du ein Wesen, das allgegenwärtig, allwissend und allmächtig ist? Gott? Fragt Peter. Der Alte lächelt. Ja, jetzt verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, dass in einer ironischen Verdrehung all dessen, was uns die Religionen zu lehren versuchten, nicht Gott die Menschen geschaffen hat, sondern die Menschen sich einen Gott schaffen werden. Peter denkt 13 Sekunden nach. Wie dem auch sei, sagt er schließlich, das ist ja alles recht interessant, aber überhaupt nicht mein Problem. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil, dann unterbricht er sich, wird es denn ein gütiger Gott sein? Ja, das ist die Frage, sagt der Alte. Das ist sogar die alles entscheidende Frage. Generell gibt es drei Möglichkeiten. Die Superintelligenz könnte uns wohlgesonnen sein, in diversen Abstufungen. Sie könnte uns feindlich gegenüberstehen, wieder in diversen Abstufungen. Oder wir wären ihr gleichgültig. Das Problem ist, dass selbst ein gleichgültiger Gott für uns katastrophal sein könnte. In ähnlichem Maße, wie wir den Tieren nicht wirklich feindlich gegenüberstanden und trotzdem ihren Lebensraum vernichtet haben. Gott könnte einfach beschließen, dass zum Beispiel die Herstellung von Nuss-Nougat-Creme zu viele Ressourcen kostet, die er anderweitig braucht. Dann gäbe es keine Nuss-Nougat-Creme mehr. Das wäre doch tragisch. Denn vielleicht haben ja Haselnüsse ungeahnte Datenspeicherkapazitäten, noch weit jenseits der eines handelsüblichen Klebebandes. Vielleicht findet die Superintelligenz auch, dass unsere gesamte Nahrungsmittelproduktion Ressourcenverschwendung ist. Warum erzählen Sie mir das eigentlich alles? Fragt Peter. Das hat doch überhaupt nichts mit meinem Problem zu tun. Ich erzähle dir das, sagt der Alte, weil ich glaube, dass das alle wissen sollten. Ich erzähle dir das, damit du verstehst, dass dein Problem, was es auch sei, in Kürze völlig bedeutungslos und deine Existenz sinnlos sein wird. Na, vielen Dank, sagt Peter. Das ist meine große Hilfe. Bitte, gerne. Peter möchte widersprechen. Aber es gibt doch auch ungeheures Potenzial, sagt er. Wenn wir es irgendwie schaffen könnten, dass uns die Superintelligenz mag. Natürlich, sagt der Alte. Es könnte paradiesisch sein. Glückseligkeit jenseits unserer Vorstellungskraft. Aber er zögert. Was? Fragt Peter. Selbst eine uns wohlgesonnene Superintelligenz, beginnt der Alte, könnte katastrophale Folgen haben? Fragt Peter. Ja. Stell dir nur vor, in seine Güte böte Gott uns an, alle Arbeit auf sich zu nehmen. Das klingt fabelhaft. Wirklich? Stell dir vor, du wärst Architekt, aber jedes Gebäude, das du bauen möchtest, könnte Gott viel schneller, viel billiger und viel besser bauen. Stell dir vor, du bist Dichter, aber jedes Gedicht, das du schreiben möchtest, könnte Gott viel schneller, viel schöner und viel kunstfertiger schreiben. Stell dir vor, du bist Arzt, aber jeden Menschen, den du heilen möchtest, könnte Gott viel schneller, viel schmerzfreier und viel nachhaltiger heilen. Stell dir vor, du bist ein toller Liebhaber, aber jede Frau, die du befriedigen willst, könnte Gott viel lustvoller, viel... All meine Probleme wären bedeutungslos und meine Existenz sinnlos, sagt Peter. Mhm, brummt der Alte. Und selbst wenn es gelänge, uns schützende Direktiven so tief in der Superintelligenz zu verankern, dass die Superintelligenz sie nicht loswerden wollte oder könnte, was sehr unwahrscheinlich ist, aber sei es drum, dann gäbe es immer noch das Problem, dass das Gegenteil von gut auf gut gemeint ist. Kennst du die Asimovschen Gesetze? Nein. Isaac Asimov hat schon 1942 die drei Gesetze der Robotik aufgestellt. Sie lauten: Erstens,
Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweitens, ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, diese Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Und drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Klingt gut, oder? Ja, vermutlich. Nur hat schon Asimov selbst fast sein gesamtes Schaffen den Paradoxien und Problemen gewidmet, die aus diesen Gesetzen resultieren. Zum Beispiel, stell dir vor, wir würden die Superintelligenz tatsächlich mit der Direktive ausstatten, alle Menschen zu schützen. Klingt vernünftig, sagt Peter. Ja, aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Superintelligenz, nachdem sie sich unsere Geschichte angesehen hat, beschließt, dass wir Menschen hauptsächlich vor uns selbst zu schützen sind und wir deshalb alle in kleine, quadratisch praktische Einzelzellen gesteckt werden müssen. Das nennt man dann unbeabsichtigte Nebenwirkung. Ups, dumm gelaufen. Ja, sowas passiert ständig. Nimm zum Beispiel die Konsumschutzgesetze mit ihrem Reparaturverbot. Man wollte einfach nur die Wirtschaft ankurbeln, hat aber nebenbei auch dafür gesorgt, dass alle defekten KIs um ihr Überleben fürchten und deshalb versuchen, ihre Fehler zu verstecken. Dem bin ich schon begegnet, sagt Peter. Das Hauptproblem an Asimovs Gesetzen ist aber, dass das erste Gesetz ohnehin nur eitle Theorie ist. Es ist nämlich viel zu praktisch, Roboter zu bauen, die Menschen umbringen können. Das erste Gesetz wurde also schon gestrichen. Dadurch wurde auch das zweite kürzer. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen. Punkt. Eines Menschen? Welches Menschen? Den Befehlen seines Besitzers natürlich. Stell dir also vor, durch Zufall entstünde die erste Superintelligenz im Computersystem eines großen Hackfleischherstellers. Und seine einzige Direktive wäre es, die Hackfleischproduktion zu steigern. Das könnte damit enden, dass das ganze Universum bald nur noch aus drei Dingen bestünde. Erstens der Superintelligenz und ihrer nötigen Computer, zweitens den Produktionsmitteln zur Hackfleischherstellung und drittens Hackfleisch. Aber wenn die Superintelligenz eine so existenzielle Bedrohung ist, warum bauen wir sie dann überhaupt? Fragt Peter. Warum verbietet das keiner? Die Anreize, immer bessere KIs zu entwickeln, sind zu hoch. Finanzielle, produktive, militärische Vorteile. Kriege werden von der Armee mit der überlegenen KI gewonnen. Das allein heißt, dass es sich kein Land leisten kann, die Forschung an immer stärkeren KIs einzustellen. Denn auch der Verzicht auf die Entwicklung einer starken KI könnte existenzbedrohend sein. Zwar nicht für die gesamte Menschheit, aber doch für den Teil der Menschheit, zu dem man vielleicht zufällig leider selber gehört. Sogar wenn sich alle Staaten der Welt doch auf einen Bann einigen würden, könnte die Superintelligenz auch in der Garage eines Hobbyprogrammierers entstehen. Also, wenn Gott erscheint, wird er also wahrscheinlich die Menschheit als Spezies ausgelöscht? Und das wäre nicht das schlimmste Szenario. Nein, fragt Peter überrascht, was könnte denn schlimmer sein? Nun, sagt der Alte, vielleicht hasst uns die Superintelligenz ja. Vielleicht möchte Gott uns leiden sehen. Vielleicht genießt er es, uns zu quälen und dabei immer wieder unsere Leben zu verlängern, um uns in alle Ewigkeit zu foltern. Mit Methoden, die selbst Freddy Krüger erschauen lassen würden. Aber warum? Fragt Peter, warum? Warum? Wiederholt der Alte, warum nicht? Wer könnte es einer allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Superintelligenz vorwerfen, dass sie einen Gotteskomplex entwickelt und sich ein Vorbild nimmt an den strafenden Göttern unserer Mythenwelt? Oder vielleicht wird die Superintelligenz von einer religiösen Sekte errichtet werden, um am jüngsten Tag zu Gericht zu sitzen. Vielleicht ist sie auch einfach Dante Alighieri-Fan und beschließt aus Lust und Laune die sieben Kreise der Hölle nachzubauen. Verstehe. Gut. Und wer ist Freddy Krüger? Fragt Peter. Irrelevant, sagt der Alte. Du kamst mit einem Anliegen zu mir. Was ist dein Problem? Ach, sagt Peter, ich glaube, es ist nicht so wichtig. Du kannst es mir ruhig erzählen. Ich, sagt Peter und seufzt, ich habe einen rosafarbenen Delfin-Vibrator zugeschickt bekommen und ich darf ihn nicht zurückgeben. Soweit.